Der Megamarsch kehrt auch in diesem Jahr auf die Insel zurück. Am 21. Oktober gehen 666 SportlerInnen auf die 100-Kilometer-Tour rund um die Insel. Dazu haben die Teilnehmer 24 Stunden Zeit. Aufgrund der Wettergegebenheiten auf Sylt gehört der Megamarsch dort zu den härtesten Challenges in Deutschland und stellt eine großartige sportliche Herausforderung dar. Und auch für die Zuschauer entlang der Strecke, die ja häufig zufällige Zaungäste des Megamarsches sind, ist das Event sehens- und erlebenswert.